Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. So, wir machen mit der Quest weiter die Maske der Echse. Wir müssen nach Memphis reisen. Ist eine Hauptquest, ich glaube Stufe 20 oder so. Können wir gerne nochmal schauen. Stufe 21. Okay, wir sind Stufe 22, müsste eigentlich funktionieren. Jetzt schauen wir nur, ob wir dort irgendwie eine Schnellreise hinmachen können. Ist doch ziemlich weit unten. Okay, so weit können wir noch nicht reisen. Und den Punkt haben wir leider noch nicht. Was machen wir? Haben wir hier irgendwas in der Nähe? Nee, haben wir nicht. Shit. Okay. Dann würde ich sagen... große Sphinx. Ja komm, tun wir wenigstens hier hinreisen. Können wir uns ein bisschen Weg sparen. Obwohl ja auch wieder die Ladezeiten da sind. Aber... schauen wir mal, vielleicht sparen wir uns ein bisschen was. Und wenn euch die Folge gefällt, Leute, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir hier ein bisschen unterstützt. Lasst mir ein Like, Abo oder auch Kommentar da, wie ihr lustig seid. Würde mich alles sehr, sehr freuen, auf jeden Fall. So, da sind wir auch schon. Holen wir unser Pferdchen. Rufje. Wow. So, okay, machen wir mal, dass der da automatisch hinläuft. Und ich bin echt gespannt, was uns jetzt dort auch erwartet. Ey, die greifen uns an. Weg. Nein. Wir rennen weiter. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss, Mensch. Haben die Brandbomben auf mich geworfen, oder was? Die hätte ich eigentlich auch schon geskillt. Wir bleiben wirklich dran. Ich denke, wir haben sie abgehängt, oder? Sind die jetzt weg oder sind sie nicht weg? Also so macht man es nicht, Leute. Fängt ja schon mal gut an, die Folge. In 3 Minuten schon tot. Ah, das kann mal passieren, würde ich sagen. Ich kann den ganzen Weg nochmal rennen, oder? Nee, okay. So, 600 Meter noch. Oh, was ist hier los? Neuer Ort entdeckt, Memphis. Okay, scheint eine Stadt zu sein. Da hinten sind auch wieder Pyramiden. Wupp. Ich geh mal runter. Oh, die sind schon Stufe 20. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger hier. Aber okay, wir schauen mal, ob wir hier durchkommen. Er ist vermutlich im großen Tempel. Okay. Hier haben wir schon ein paar Krokodile erlegt. Okay, wir müssen. Müssen wir hier durch? Können wir hier durch? Okay,
Okay, scheint nach Durchgang zu sein. Arias Palast. Okay, hier ist aber nichts, oder? Kann man hier tauchen? Ja, hier kann man schon tauchen, aber... Aha, okay. Ich hoffe mal, dass ich es überlebe. Okay, hier scheint es hochzugehen. Memphis. Eine schöne Stadt. Ja. Aber sie riecht wie ein Schlachtfeld. Oh, hier ist alles voll Blut. Okay. Heftig. What? Was ist los? Können wir den killen, meinst? Komm, jetzt probieren wir jetzt einfach mal. Heftig, eine Krokodile in der Stadt rum. Glaube ich ja nicht, dass du mich umbringst. Alles klar. Haben wir die Bagaluden noch zwei? Okay. Hey, wer bist du? Hey! Stirb! Reiß dir die Eingeweide raus! Was? So, ist ja endlich Ruhe. Hier kann man gar nichts plündern bei den Kameraden. Okay. Okay, wir schauen mal. Da hinten wäre der Papyrus. Den holen wir uns natürlich noch. Ich müsste die Rätsel eigentlich mal machen. Okay, den lassen wir mal. Wo ist denn der Papyrus? Ich schätze mal da oben, aber da werden wir wahrscheinlich nicht hochkommen. Ah, da kommen wir sogar hoch. Okay. Alles klar. Müsste genau hier sein eigentlich. Ist der hier vielleicht hier unten? Unten drinne? Aber da geht jetzt auch kein Weg rein. Da muss er hier sein, oder? Okay, kein Plan, wo der sein soll. Okay, gehen wir erstmal zur Hauptquest weiter. Dann müssen wir auch schauen, ob uns die Palastwagen hier alle feindlich gesinnt sind oder ob wir halt einfach durch können. Wahrscheinlich eher wieder nicht. Oh mein Gott, das ist eine Riesenstadt, ey.
Wir müssen komplett durch die Stadt durch. Dann schauen wir doch mal, ob wir hier direkt an der Brücke entlang können. Okay, gibt es auch wieder einen Haufen Quests. Aber jetzt gehen wir erstmal zu dir ein. Okay, oben sind Wachen. Kommen wir da durch oder kommen wir da nicht durch? Okay. Angegriffen hätten sie uns schon. Aber sie tun uns auch nichts, oder? Nee, sie lassen uns. Okay. Jetzt schauen wir mal. Jetzt gehen wir einfach mal hier durch. Okay, sie lassen uns in Ruhe. Bitte? Gehen wir mal hier lang. Ja, sieht ein bisschen runtergekommener aus, die Stadt, muss ich sagen. Okay, ich wubbel mich mal weg. Vielleicht fehlt noch ein Teil des Rituals. Ich will nichts mehr davon hören. Glaube mir bitte, wenn unser Kind stirbt, sterbe ich. Nein, mein Lotus, sag bitte nicht sowas. Ich suche jetzt den Seher auf. Jetzt lass mich in Ruhe. Priester. Ach, Bayek. Tut mir leid, ich, Ich suche nach der Echse. Oh, die Echse. Eine weitere Plage für Memphis. Diese Stadt verwelkt unter einem finsteren Fluch. Krankheit, Pestilenz, in der Luft der giftige Gestank. Der Apis-Stier war so krank, dass er fast starb. Die Götter haben uns verlassen. Die Menschen erwarten Antworten von mir, aber ich bin doch genauso ratlos. Pasch! Apis, wie haben wir dich nur erzürnt? Pasch! Der Fluch trifft sogar mein eigenes Haus. Meine Frau Timotep hatte bereits 3 Fehlgeburten in diesem Jahr. Sie ist wieder schwanger, aber wenn sie das 4. verliert... Ich sehe mir den Fluch mal an. Der Seher meiner Frau kann helfen. Sein Haus liegt im Südwesten. Wenn die Götter verantwortlich sind, kniee ich neben dir und erwarte ihren Richterspruch. Okay, dann schauen wir doch mal, was für Flüche hier die Echse, was uns sie heimsucht. Bin ich echt gespannt. Und ob wir das rausfinden. Aber sein Büffel scheint noch zu leben, er ist noch nicht ganz tot. Okay. Okay, das scheint eher so das Armviertel hier zu sein. Von Memphis. Da sind ja auch wieder wahrscheinlich Krokodile irgendwo im Wasser, oder? Wachse, o Licht! Tritt hervor, o Licht! Mein Kind! Oh.
Endlich bist du gekommen. Wer ist dieser Mann? Er ist unser Erlöser. Seit vielen Jahren warte ich auf ihn. Was? Schnell! Hilf mir, mein Kind im Traum vor dem Tod zu schützen! Lasst uns das Ritual fortsetzen. Komplett gestört hier. Bring mir den Kessel! Ich bin der Meister der geheimen Dinge. Die Form der Seele, die im Himmel ruht. Bring mir mal den Kessel. Ich bin der Diener des großen Gottes, der uns Licht im Überfluss spendet. Hier, mach mal, Egger. Sobdet, zeige dich hier und heute und antworte mir ohne Lug und Trug. Lass dir die Augen öffnen. Bar jeder Nässe, tritt hervor aus dem Strom. Sobdet, öffne ihnen die Augen. Lass dir die Augen öffnen. Okay. Was ist da los, Eger? Hä? Was? Flankieren. Überliste deinen Gegner, indem du den richtigen Moment auf Viereck tippst, um ihnen auszuweichen und sie von der Seite anzugreifen. Okay. Das weiß ich doch schon. Nicht vom Weg abkommen. Oh. Ja, er scheint jetzt in dem Traum zu sein von der Frau. Er wird ihm auch nicht mehr helfen können. Alles klar. Schauen wir nochmal, wo muss ich denn hin hier? Was ist das für ein gottverlassener Ort? Bitte, ich denke mich hier runter. Was ist das? Habe ich eine Waffe? Eine Art Gruft? Ach scheiße, ich habe nur meine Fäuste. Auf jeden Fall cool gemacht. Sonst verschlingt mich die Wüste. Wie bitte? Dann schauen wir doch mal. Wenn ein paar Gegner kommen oder so. Ich bleib hier mal auf dem Pfad, würde ich sagen. Zwischen den Statuen. Okay, der Vogel kann mir auch nicht helfen. Die geht also nicht. Okay, scheint eine Art... Wow! What the fuck? Der Seelenfresser. Ich will da nicht rein! Muss ich da rein? Okay, ich kann nichts machen. Ich habe keine Ausrüstung, gar nichts. Aber ich denke mal nicht, dass ich gegen die mit Händen und Füßen kämpfen muss. Alter Schwede. Okay, wir sind eine Art Tempel jetzt oder sowas. Oh, ihr Torwächter, die ihr die Pforten bewacht, die ihr Seelen fresst und auch die Körper der Toten verschlingt. Also, es wird mir schon langsam ein bisschen komisch. Irgendwie Waffen oder so zu finden? Nee. Okay, da sind die Hundestatuen. Welche Reise liegt hinter mir? Oder Katzenstatuen, was ist? Na, Hunde, eher Hunde. Ich bin nur einer von euch. Die alten Ägypter damals angebetet. Okay, hier. Das ist doch der gleiche wie ich, oder? Auch ein Assassine. So sieht es zumindest aus. Die Brücke sieht auch nicht gerade stabil aus. Da. Heftig. Der Seelenfresser ist an der Seite. Krass.
What the fuck? Nein! Ist die Seele von Bayard gewesen? Ach du Scheiße. Okay, da haben wir einen Pfeil. Okay, wir haben mehrere Pfeile. Rein in meinen Köcher, los. Anubis, Herr der Toten. Hat mich diese alte Narr vergiftet. Neck. Gift. Okay, aber anscheinend unendlich frei. Wow. Müsste hier rauskommen. Meine. Apophis ist verletzbar. Ich nehme den Bogen. Ich fege den Himmel damit. Alter Schwede. Kann ich mich irgendwo verstecken hier? Alter. Ich bin der, der den Vernichter zurückschlagen wird. Wow. Beschütze mich! Wo ist er? Wo ist er? Wenn ich mal gleich sehen würde. Ich fege den Himmel damit! Boah, ich stelle mich schon wieder richtig blöd an. Wenn ich mal sehen würde, den alten. Ich bin der, der die Kordel bindet und der den Schrein versiegelt. Ich bin der, der den Vernichter zurückschlagen wird. Okay. Ja, wenn man den mal sehen würde hier, den. Mein Herz wirst du nicht verschlingen! Oder doch? Oh, fuck. Okay, das einzige Problem, was ich jetzt habe hier, ist, dass ich nicht schnell genug sehe, ob er links oder ob er rechts rauskommt. Ich glaube, sonst wäre es gar nicht so schlimm. Ich muss bloß ein bisschen mehr ausweichen. Anubis, Herr der Toten, hat mich diese alte Nau vergiftet. Anubis ist verletzbar. Ich nehme den Bogen. Ich fege den Himmel damit. Okay, das heißt praktisch, wenn das Boot kippen tut, dann müsste er eigentlich. Wenn das Boot kippen tut, müsste er auf die andere Seite kommen. Alles klar, ja, verstehe. Er wird schwächer. Neck! Gift! Ich bin der, der den Vernichter zurückschlagen wird. Ray, beschütze mich! Alles klar. Wo kommt er? Da ist er. Ich
Ich bin der, der die Kordel bindet und der den Schrein versiegelt. Mein Herz wirst du nicht verschlingen! Tut weh, oder? Bäm, 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 bäm. Okay. Zwischensequenz. Okay, jetzt muss ich schauen, wo sind wir hier? Mich bekommst du nicht, Vernichter! Okay, er geht unten durch. Ich denke mal, er wird jetzt hier hochkommen irgendwo. Okay, da ist er. Du wirst den Zorn des Sonnengottes spüren. Okay, ich muss hier aufpassen. Okay, viel hat er nicht mehr. Kehre zum Meer des Chaos zurück! Apophis wird die Duazza reißen! Wo ist er? Ich gehe nicht in das Tal der Dunkelheit! Meine Zeit ist noch nicht gekommen! Ich muss festen Boden erreichen. Wir müssen hier rüber. Hier haben wir noch ein bisschen mehr Fleisch. Mich bekommst du nicht, Vernichter! Wo ist er denn? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Kehre zum Meer des Chaos zurück! Ich werde dich vernichten! Meine Hände sind gerade ein bisschen schwitzig, muss ich sagen. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Aber ich glaube, das haben wir gut gemeistert. Okay. Was ist hier? Eine Truhe. Gibt's hier Loot? Okay. Oder eher ein Sarkophag. Okay, das ist seine Seele, oder? Was war das, Papo? Papo?
Gut, Leute, damit würde ich sagen, machen wir an der Stelle auch einen Cut. Sind auch schon wieder 30 Minuten. Boah, heftige Folge. Wenn es euch genauso gefallen hat wie mir, dann lasst mir doch einen Kommentar, Like oder auch Abo da. Dann schauen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, euer Andi. Sieh nur, Papo. Ich bin der